Es ist eine schwierige Zeit. Abstand, eineinhalb Meter Abstand. So, immer so. Aber so laufen, schön Abstand. Eineinhalb Meter. Immer Maske. Manchmal so, manchmal so, manchmal so. Und das Gesicht ist immer ein bisschen verdeckt. Und das ist mühsam. Das ist schwierig, diese Maßnahmen. Der Mensch braucht doch Nähe. Wir leben von Nähe. Und jetzt plötzlich müssen wir Distanz nehmen. Das ist schwierig. Und jetzt kommt etwas ganz nah. Weihnachten ist das beste Leben. Das ist ganz klar. Es ist die Nähe zwischen Mensch und Gott und zwischen den Menschen. Sehen wir jetzt, wie Weihnachten uns nahe kommt, trotz Maßnahmen, trotz Abstand.
Menschen, nicht zu studierten, reichen Besitzenden, sondern den Hirten auf dem Feld. Und gerade dort, bei diesen Menschen von Rande der Gesellschaft, geschieht das Wichtigste, ein Engel kommt. Thank you.
den Stall von Bethlehem. Wie finden wir den Ort, wo Jesus geboren ist? Schaut in den Himmel, dort seht ihr einen Stern. Folgt dem Stern und ihr werdet den Ort finden. Dieser Friede von Weihnachten ist wie ein Stern vom Himmel, der in mein Herz fällt. Jetzt kommen die drei Könige aus dem Morgenland. Thank you.
Thank you.
ich gerade bin. Ob ich traurig bin, ob es eine schwierige Situation ist, ob ich mich freue, Gott wird geboren in die Situation, in der ich lebe. Gott möchte uns nahe sein, wenn wir traurig sind, wenn wir uns freuen. Er will uns begleiten auf allen Wegen, die wir gehen, die schönen und die schwierigen. Mit dieser Hoffnung wünsche ich uns, dass wir dieses Jahr Weihnachten feiern. So wie es jetzt eben ist. Und mit dieser Hoffnung gehen wir in das neue Jahr. Das ist mein Wunsch für uns. Thank you.